Hallo und herzlich willkommen YouTube. Ich bin FIFA Keeper 2011 und begrüße euch recht herzlich zu FIFA 13 bei dem Spiel FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach. Eine Prognose von mir auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Und ja, mal sehen, wie das Spiel dann ausgehen wird. Ich bin natürlich sehr gespannt. Dante hier im Bild. Ich habe gelesen, er soll der beste Abwehrspieler der Bundesliga sein. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber okay, wenn es so geschrieben wird, ne? Kann ja sein, dass ein Fehler sei, ist. Dann schreibt es ruhig in die Kommentare, ist kein Problem. Ich habe die Aufstellung mal so übernommen von FIFA 13. Ich bin auf Live-Begegnung, habe Bayern ausgewählt und dann Bayern gegen Gladbach halt. Und ja, ich hoffe, dass die dann auch einigermaßen richtig sind. Hier sind wir gerade bei der Platzwahl. Ich schätze mal, das können wir überspringen. Hier kommen, sehen wir nun die Startaufstellung. FC Bayern mit Mandzukic im Sturm. Gibt es sonst irgendwelche Veränderungen? Ja, Boateng spielt und Alaba spielt auch dabei, die beiden, da Badstuber sich ja im letzten Spiel verletzt hatte. Und Gladbach spielt mit Igor Di Camargo und Patrick Herrmann im Sturm. Rupp kenne ich, sagt mir leider gar nichts der Name. Und ja, dann starten wir jetzt mal auch mit dem Spiel. FC Bayern hat Anstoß, die steuere ich. Und ja, direkt mal. Oha. Offensiv. Es regnet im Stadion in der Allianz Arena. Thomas Müller wird der Ball abgenommen von Wendt. Dante holzt den auch direkt mal rum. Javi Martinez erkämpft sich den Ball souverän. Wendt. Flanke nach innen. Doch abgefangen von Bayern. Jetzt Toni Kroos. Auf Müller. Nein, ein Foul zuvor gepfiffen. Hier sehen wir es halten. Dante mit dem langen Ball. Nein, kurzen Ball, Schweinsteiger. Thomas Müller, Toni Kroos, schießt mal und... ungefährlich, sage ich mal. Ungefährlich. Und ja, erste Torchance in der 11. Minute natürlich. Dante klärt den Ball hinten raus. Schweinsteiger, Franck Ribéry. Toni Kroos wieder mit einem Schussversuch. Doch am Ton, am Toni, am Tor vorbei. Jetzt Testing mit dem Abschlag. Bayern kommt hinten nicht raus, konnte den Ball nicht abfangen. Doch Dante holt ihn sich wieder und passt auf Ribéry. Entschuldigung, Ribéry auf Mandzukic. Mandzukic vertunnelt den Ball. Boateng holt sich den Ball und fährt zurück. Aber danach geht er doch direkt wieder zum Gegenspieler. Und jetzt Gladbach. Gladbach gefällt sich am Tor von Bayern. Aber die Situation wurde bereinigt. Und jetzt Philipp Lahm über außen. Der Kapitän der Bayern. Mit dem Pass zu Kroos. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber Gladbach kann uns ausklären, damit Bayern wieder im Ballbesitz. Mandzukic. Immer noch Mandzukic. Oh! Mario Mandzukic. 26. Minute. Tor für FC Bayern. Hier sehen wir es nochmal. Trocken abgezogen ins Eck. Mit bei diesem Wetter muss man natürlich Aufsetzer versuchen. Die sind natürlich schwer für den Torwart zu halten bei diesen Witterungsverhältnissen. Und Bayern jetzt wieder im Angriff. Müller verliert den Ball. Jetzt Gladbach. Da kommen sie mit einem Lupfer doch durch, aber dann ist Boateng da und klärt den Ball.
Flanke. Gladbach am Tor vorbei. Und dann läuft Martinez mit dem Ball ins Aus. Auch gut, auch gut. Und Dante kommt vorher an den Ball und jetzt Toni Kroos. Jetzt kann er das Spiel, oder jetzt macht er das Spiel schnell. Auf Mandzukic oder, ja, doch, der Ball kommt nicht an, das ist natürlich ärgerlich. Jetzt Gladbach wieder im Angriff. David Alaba versucht anzugreifen, doch schafft es leider nicht. Nordfight. Jetzt über außen mit Rupp. Toni Kroos. Thomas Müller. Kroos. Mandzukic verliert den Ball. Und doch Bastian Schweinsteiger holt ihn sich wieder, zieht ab und Tor. Tor für FC Bayern München. 41. Minute. Bastian Schweinsteiger. Sehen wir uns nochmal in der Zeitlupe an. Ein Fehler in der Hintermannschaft von Gladbach und dann eiskalt reingemacht den Ball. Bayern jetzt mit zwei Toren vor. Und da wieder Mandzukic am Ball. Doch schafft es nicht, auf das Tor zu schießen. Rupp. Nordfight jetzt. Doch Boateng ist da und grätscht den Ball weg. Ribéry, Franck Ribéry. Da legt er sich den Ball natürlich wunderschön vorbei. Oh, Tänzchen, Tänzchen. Aber dann schaltet er doch an Marc-André Ter Stegen. Flanke, Kroos, Dante. Dante auf Martinez. Das hier wird es auch nochmal an. Darf Schapp gewinnt Ribéry nicht in das Kopfballduell. Dante passt zu Javi Martinez und das 3:0 in der 45. Spielminute für den FC Bayern München. Jetzt Gladbach wieder im Angriff. Doch die Bayern können sich hinten befreien und damit ist auch der Halbzeitschluss besiegelt. Wir gehen in die Pause und sehen uns in der zweiten Halbzeit wieder. Das Spiel geht weiter. Ich habe jetzt mal die Seiten gewechselt. Ich spiele jetzt mal mit Borussia Mönchengladbach. Und jetzt Dominguez, Arango, Nordfight. Fehlpass. Und die Bayern jetzt wieder im Angriff. Marx holt sich den Ball wieder. Patrick Herrmann jetzt. Hier auf Außen läuft jedoch keiner mit. Janschke kommt jetzt von hinten. Rupp. Nordfight. Da versucht er den Pass auf Arango. De Camargo! Versucht zu schießen, doch ihm wird der Ball noch rechtzeitig von Jerome Boateng abgenommen. Stranzl, der Kapitän. Rupp. Marx. Rupp. Patrick Herrmann schießt mal. Manuel Neuer ist da. So. Bayern gewinnt das Kopfballduell im Mittelfeld. Jetzt gut der Ball hinten abgenommen. Jetzt Martin Stranzl. Zieht mal ab. Meilenweit am Tor vorbei. Ist halt auch nur ein Innenverteidiger, richtig? Und da wechselt FC Bayern München aus. Ins Spiel kommt ein Rom. Aus dem Spiel geht Thomas Müller. Gladbach gewinnt hinten kein Kopfballduell. Mandzukic, der Ball wird ihm doch jedoch gut abgenommen. Und direkt, da schickt er direkt. Oh, Herrmann, doch, der wollte zu De Camargo passen, aber der Ball kam leider nicht an. Jetzt die Bayern wieder im Angriff.
kann Gladbach doch noch rankommen oder vielleicht doch noch einen Ehrentreffer setzen. Ich glaube, vom Sieg von denen ist hier leider nicht mehr zu sprechen. Jetzt Ribéry, aber Dominguez ist da. Und dann auch noch fast ein Pass ins Aus da. Nein, lauf doch weiter, lauf! Ah, zu langsam. Da ist er leider zu langsam gegen Jerome Boateng, dem Nationalspieler. Jetzt Philipp Lahm. Mandzukic. Nein, was mache ich? Abseitsfalle mache ich. Und dann nutzen die Bayern das natürlich auch. 75. Minute, 4:0 für FC Bayern München. Was macht er denn da? Küsst er ihn? Ha. Oh Mann, ey, oh Mann. Ich habe Abseitsfalle gedrückt. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte schön hier hoher Druck machen, aber nein. Arango. Arango. Vielleicht nochmal ein Tor hier zu sehen. Nein. Dominguez. Nordfight. Marx verliert leider den Ball. Oh Mann. Mandzukic. Da doch noch auf Ter Stegen. Marx. Nordfight. Patrick Herrmann jetzt. Rupp. Rupp auf Herrmann. Herrmann verliert noch jedoch den Ball. Herrmann erkämpft sich den Ball. Schießt mal gegen die Pfosten. War Manuel Neuer da noch dran? Nein. Wechsel bei den Bayern aus dem Spiel. Geht Mandzukic und jetzt kommt ins Spiel Mario Gomez in der 86. Spielminute. Und die Bayern über Ribéry. Stranzel versucht da hinterher zu stratzen. Schafft es jedoch nicht, aber da kommt er doch mit der Grätsche ran. Und Ribéry, der hat einfach Spaß. Der hat einfach Spaß. Oh Mann. Nordfall. Und damit ist das Spiel leider auch beendet. Borussia Mönchengladbach verliert in Bayern 4:0. Mal sehen, wie es sich dann auf die Tabelle ausüben wird. Bayern natürlich Erster und startet jetzt mit einem Sieg in die Rückrunde. Und ja. Und vor allem in die Winterpause über Nacht, über Weihnachten, sage ich jetzt mal, über Weihnachten sie auf Platz 1 und von daher sage ich mal tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Fifi Gewehr 2011 und habt einen schönen Tag, ciao.